Moin ihr Lieben, herzlich willkommen im Kitchen Club. Heute gibt es absolutes Soul Food. Und zwar, es gibt einen Burger. Nicht irgendeinen Burger, sondern es gibt den Burger, den wir im Müllers machen. Also mein Lieblingsburger, den ich persönlich selber am liebsten esse, bestehend aus einem Brioche-Bun, aus einer tollen, luftgetrockneten, leicht geräucherten, mild gepökelten Copper. Dazu Cheddar. Da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr den etwas älteren oder den etwas milderen, jüngeren nehmt. Dann dazu ein schöner Wildkräutersalat. Da arbeite ich zum Beispiel mit dem Keltenhof zusammen. Ja, wirklich toller Salat aus Stuttgart. Dann gibt es bei mir geschmorte Cœur de Bœuf oder deutsch Ochsenherztomaten. Ein bisschen geschmorte Schalotten. Und dann eben Wagyu-Fleisch. Und zwar haben wir hier Entrecote, sagt der Franzose. Das heißt, wir haben hier das Ribeye. Wir haben hier den Fettanteil, 20% Fettanteil, sagt man, ist eigentlich so die ideale Gewichtung in einem Burger. Und jetzt geht's los. Als allererstes starten wir mit dem, was am längsten braucht. Und das sind unsere Schmorzwiebeln. Dafür habe ich mir 3 Schalotten besorgt. Die sind schon geschält und die schneide ich mir jetzt in feine Streifen. Und die schmoren wir jetzt einfach so ein bisschen an. Wenn ihr die Zwiebeln geschnitten habt, gebt ihr ein schönes Sonnenblumenöl in eine Pfanne, die Zwiebeln dazu und erstmal schön einkochen bzw. schmoren lassen. Temperatur am Anfang ein bisschen höher, dann runterstellen und bei niedriger Temperatur schön braun und schön weich schmoren lassen. Ihr könnt es zwischendurch schon mal ein bisschen würzen, ein bisschen Fleur de Sel dran. Gibt es im Übrigen bei uns im Shop in allen möglichen Geschmacksvariationen. Ein bisschen Pfeffer könnt ihr auch schon dazu geben. Und dann lasst ihr das Ganze einfallen und schön schmoren. Weiter geht's mit unserem Fleisch. Und da hatte ich euch schon gesagt, wir sind hier dabei mit einem Wagyu A4. Ist jetzt nicht die allerhöchste Fettstufe, aber reicht vollkommen aus. Tolle Qualität. Wir haben hier ein Entrecote, das heißt, wir haben hier das Fettauge. Und genau dieses intramuskuläre Fett plus das Fettauge ergeben ungefähr die 20% Fett, die wir brauchen. Das schneide ich mir erstmal in schöne Stücke. Worauf ihr ein bisschen achten könnt, ist, dass das Fleisch Zimmertemperatur hat. Dann lässt sich das auf jeden Fall besser verarbeiten und ist insgesamt besser für den Prozess. Jetzt lassen wir es durch den Wolf und weil es jetzt laut wird, höre ich jetzt auf zu sammeln. Vielleicht eins noch, ich habe hier auf meinem Fleischwolf die grobe Scheibe draufgegeben. Wichtig, nicht die feine Scheibe, die grobe Scheibe, das ist die richtige Größe, um den perfekten Patty zu machen. So, unser Fleisch ist gewolft und was man jetzt hier sieht, ist eben, wir haben einfach Teile, die mehr Fett durchzogen sind, wo wir einfach den Fettanteil etwas erhöht hatten und auf der anderen Seite wirklich reines Muskelfleisch. Und jetzt geht es eigentlich darum, das Ganze zu würzen, aber nicht zu sehr zu vermengen, so dass wir die einzelnen Fettkomponenten schon noch so ein bisschen separiert haben vom Muskelfleisch. Rezeptur ist relativ einfach. Man sagt einfach so ungefähr 10 Gramm Salz auf 1 Kilo Fleisch. Ich würze jetzt nach Gefühl und viel mehr kommt auch tatsächlich nicht dran. Bisschen Salz. Ich gebe auch ein bisschen Pfeffer schon dazu. Ein vorsichtiges, leichtes Vermengen der Masse. Und dann habe ich mir einen Ring vorbereitet und mir behelfsmäßig einen kleinen Stampfer zurechtgelegt. Denn es gibt es natürlich auch als professionelles Material. Aber es geht ja letztendlich nur darum, den Patty in der Sticke oder beziehungsweise in der Stärke zu formen, wie man ihn haben möchte. Dann geben wir hier was von unserer Masse drauf. Drücken die schön an, nicht zu fest. Was viele dann machen, ist eben nochmal so eine kleine Kuhle oder Mulde hier in die Mitte zu machen, damit das Bun nachher schön gleichmäßig brät. Und dann packen wir uns das weg. Vergleich. Und genau das machen wir jetzt auch mit dem restlichen Fleisch. So, meine Patties sind fertig und ihr seht, das sind ordentliche Oschis. Ich habe sie halt einfach von der Größe ungefähr an unser Brioche angepasst, ne, dass das ungefähr gleich groß ist nachher, beziehungsweise durch das Braten werden sie ja noch so ein bisschen Verlust haben, ein bisschen zusammenschrumpfen. Und ja, ich habe 4 Stück. Ihr könnt euch denken, an wen die gehen. Genau. So, die Zwiebeln sind auch fertig, schön runtergeschmort. Da können wir noch ein bisschen Salz dran geben, zu guter Letzt. Und dann erstmal rausnehmen. So langsam ist es Zeit, die Toppings fertig zu machen. Wir haben ja noch unsere wunderbare Copper. Und die gebe ich jetzt auch noch mal hier mit zu unsere Zwiebelpfanne rein und lasse die aus, dass sie richtig schön kross ist. Und in diesem ganzen Fett, das da entsteht, werde ich gleich unsere Brioche-Buns toasten, aber vorher geben wir natürlich noch alles in die Pfanne, was Spaß macht.
Unsere Patties sind geformt, Copper ist angebraten, dann brauchen wir natürlich auch unsere Soßen. Zum einen habe ich eine schöne Barbecue-Soße, die habe ich fertig, beziehungsweise da gibt es natürlich eine schöne Müllers Barbecue-Soße auch in unserem Shop. Und des Weiteren brauchen wir natürlich auch eine Mayonnaise. Dafür habe ich Eier, Senf, Öl, Salz und Pfeffer und die ziehe ich einfach jetzt nochmal hoch. Geht nichts über selbstgemachte Mayonnaise. Die gelbe Farbe, der Senf, das ist einfach Soul Food. So, die Copper ist mittlerweile fertig und schön crunchy. Das Fett geben wir natürlich nicht weg, sondern wir nutzen den Geschmack, den wir hier haben und legen jetzt schön hier in dieses Fett unsere Brioche Buns rein. Unsere Grillplatte ist heiß, das heißt, es ist Burger Time und zum Grillen braucht man ja nicht viel Fett, aber so einen ganz leichten Film sollten wir schon auf die Plancha geben. Unsere Grillplatte fängt jetzt an zu rauchen. Das ist natürlich jetzt der perfekte Moment, unsere Patties hier auf die Grillplatte zu geben. Yummy! Direkt ein bisschen andrücken. Den Rest heben wir für später auf. Ein bisschen Platz ist hier ja noch auf der Grillplatte. Den Platz nutzen wir für unsere angegrillten Ochsenherztomaten. Dafür schneiden wir Tomaten einfach in schöne Scheiben. Wenn wir hier eine schöne Rostaromenentwicklung haben, dann können wir versuchen, die langsam zu lösen und auf die andere Seite zu geben. So sehen sie toll aus. Oberfläche schön karamellisiert. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir auf den Garpunkt achten. Die Burger soll natürlich medium sein. Herrlich. Auf die übrige Fläche lege ich mir jetzt meine Tomaten. Dann werfen wir mal einen Blick auf unser Brötchen. Auch hier haben wir eine schöne Kruste, schön karamellisiert, schön glatt, schön kross. Ja, es soll oben weich sein, hier auf der Fläche kross. Genau dasselbe auf der anderen Seite. Genauso wie wir es haben wollen. Tomaten würzen, bisschen Salz drauf, auf den Burger auch nochmal ein bisschen auf die Oberfläche. Bisschen Pfeffer drauf, umdrehen und dann sind wir auch schon gleich ready. Ich nehme mir meinen Burger runter, schön kross. Ich nehme jetzt hier schön meine Kopperscheiben, vielleicht zwei Stück drauf, geschmorte Tomate. Dann haben wir unsere Röstzwiebeln. Die gebe ich jetzt hier oben drauf. Ich hoffe, euch läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Dann haben wir unseren Cheddar. Ich nehme sehr gerne den etwas älteren. Entweder eine Scheibe oder rund ausgestochen, wie ihr mögt. Damit können wir jetzt nochmal entweder unter den Oberflächengrill mit Oberhitze gehen. Im Restaurant haben wir natürlich einen Salamander oder ihr nehmt zum Beispiel einen Bunsenbrenner, flammt den nochmal ein bisschen ab und dann ist es Zeit, Burger zu bauen. Das heißt, ich nehme mir hier meinen unteren Part. Wir nehmen uns ein bisschen was von unserer Barbecue-Soße, ein bisschen was von unserer schön selbstgemachten Mayonnaise. Dann nehme ich mir ganz bisschen Salatdressing, schön den Salat hier drauf. Dann kommt unser Burger zum Einsatz, das Oberteil, hier dasselbe Spiel, bisschen Barbecue-Soße, Self-Made Mayo und dann zusammenklappen, dann ein schöner Spieß, ein Teller und fertig ist unser Müllers Burger, damit wir ihn einfach auch einmal schön anschneiden können, wie der von innen drin aussehen soll. Schneide ich den jetzt mal an. Ihr merkt den Crunch der Copper. Wir haben hier einen rosa Kern, rosa Wagyu und ich probiere jetzt schon mal ohne Brötchen die Low Carb Variante. Cheers. Ja, das ist so ein böses Teil. Ich liebe es einfach. Das Fett vom Wagyu, es ist saftig. Die Salzigkeit von der Copper, Crunch von der Copper, die Röstzwiebeln, die Tomate, die nochmal weich macht, Umami gibt, der Käse. Also wenn ihr in diesem Moment nicht Lust auf Burger habt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Abonniert den Kanal, kommt vorbei ins Müllers, wenn ihr diesen Burger probieren wollt. Lecker, macht ihn nach. Das Rezept findet ihr wie immer in der Infobox. Passt auf euch auf, kocht euch was Gutes. Es macht so einen Spaß. Alles Liebe, euer Nelson.